Meteo wird Ihnen präsentiert vom neuen Cupra Formentor, auch als E-Hybrid verfügbar. Ich begrüße ganz herzlich hier bei SRF Meteo, meine Damen und Herren. Schon wieder Wolken, schon wieder Regen, aber zumindest nicht mehr so intensiv und so mächtig und so gefährlich wie noch in den vergangenen zwei Wochen. Und es gibt zudem auch einen Lichtblick. Das wetterbestimmende Tief, das jetzt noch über Mitteleuropa liegt, zieht jetzt nämlich nach Nordosten weg. Auf seiner Rückseite schaufelt es zwar noch einen Schwall von feuchter Luft mit dem Regen hier über uns hinein, aber wir sehen über die Biscaya ein Hochdruckgebiet, ein Zwischenhoch, und das wird dann auf den Freitag bei uns wetterwirksam. Jetzt aber in dieser Nacht gibt es noch Regen, und das nicht zuletzt auch an der Voralp. Die feuchte Luft, ja, ich habe es mindestens versucht mit dem Blödschirm. Die feuchte Luft, die wird nämlich dann an der Voralpen ein bisschen gestaut und bringt dort doch noch etwa so 20 bis 40 mm Regen bis morgen gegen den Mittag. Und das kann natürlich für die ohnehin schon hochgehenden Bäche durchaus auch wieder mal zu viel sein. Die Temperaturen, die sinken übrigens bis auf etwa 13 Grad runter. Und zu erwähnen ist noch, bis zum frühen Morgen kann es durchaus auch Flocken geben, einzelne Flocken zumindest, bis auf etwa 2300 Meter oben runter. Ja, und dann haben wir morgen Vormittag natürlich zuerst noch viele Wolken und es geht weiterhin noch zum Teil Regen. Das, wie gesagt, besonders an den Voralpen, aber auch im Osten. Selbst am Jura kann es vielleicht noch zeitweise einen Schauer geben. In der Romandie hingegen wird es bald einmal trocken und dort zeigen sich auch die ersten Wolkenlücken. Und schon recht sonnig ist es im Wallis, im Tessin und in Südbünden. So im Laufe des Vormittags verschiebt sich dann die feuchte Soße langsam weiter gegen Voralpen und gegen Osten und der Regen wird immer seltener. Und somit wird es im Laufe des Nachmittags definitiv auch an den Alpen trocken. Die Wolken sind zwar noch etwas zäh dort, in den anderen Regionen hingegen, dort zeigt sich doch dann schon immer etwas häufiger die Sonne. Und somit dürfte es dann auf der Abend doch schon recht freundlich werden. Der Wind, der uns noch bläst und mir hier den Schirm wieder kaputt gemacht hat, der wird auch in der Nacht noch etwas aktiv sein. Er ist dann morgen etwas schwächer, aber immer noch zum Teil mäßig, und zwar aus nordwestlicher Richtung. Aber mit Hilfe der Sonne kann die Temperatur doch etwas höher steigen, als es heute der Fall war. So 20 bis 22 Grad gibt es immerhin im Norden. Im Süden, im Tessin, bleibt es weiterhin sommerlich mit bis zu 28 oder gar 29 Grad. Ja, und dann kommt eben der Freitag. Und am Freitag haben wir das Zwischenhoch, das hier über uns hineinzieht. Es ist nicht wolkenlos, aber die Sonne dominiert. Einzig an den Voralpen und am Jura nachher kann es im Laufe des Nachmittags und gegen den Abend noch mal lokale Schauer geben. Aber die sind doch eher selten und die Temperaturen erreichen auch im Norden fast sommerliche 24 Grad. Schon auf den Samstag wird es dann aber rasch wieder eintrüben mit neuen Wolken. Und von Westen her setzt dann bald wieder neue Niederschlag ein, neue Regen ein. Temperaturen zwar immer noch bei rund 24 Grad, wir haben dann wieder ein bisschen Südwestwind. Ja, und so geht es dann auch wieder weiter. Am Sonntag, Montag und auch am Dienstag immer wieder viele Wolken, zum Teil wieder Gewitter. Leider auch ein Potenzial für kräftigen Regen. Und Temperaturen sinken dann langsam wieder zurück. Erst auf den Mittwoch zeichnet sich dann wieder eine langsame Wetterberuhigung ab. Ja, aber es scheint, wie Sie sehen, nicht wirklich ruhiger zu werden, nicht wirklich stabiler zu werden. Und trotzdem möchte ich doch darauf hinweisen, wir haben das Tiefdruckgebiet hier über Nordeuropa und wir haben das Hochdruckgebiet, das Zwischenhoch, das dann im Laufe des Freitag und in der Nacht auf den Samstag über uns hineinrauscht. Aber eben, wir haben ein neues Tiefdruckgebiet, ein mächtiges Tief, das sich hier über dem Atlantik bildet. Und das schaufelt dann ab dem Sonntag bereits wieder neue Wolken und zum Teil eben auch Gewitter zu uns. Und wenn man das auf der Karte anschaut, dann muss man durchaus sagen, ein so ein kräftiges Tief erinnert überhaupt nicht an Sommer, sondern eher an Spätherbst. Nun gut, der Sommer ist ja noch nicht fertig, er dauert ja noch zwei Monate. Und ich denke, in diesen zwei Monaten haben wir sicher noch Zeit für ein paar schöne Sommerhoch. Und mit diesen Versprechungen wünsche ich euch weiterhin einen schönen und einen trockenen Abend. Auf Wiedersehen miteinander. Meteo wurde Ihnen präsentiert vom neuen Cupra Formentor.